Am 1. Januar 2018 trat das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz in Kraft. Was hat es damit auf sich? Das vor allem auf Betreiben von Bundesjustizminister Heiko Maas zustande gekommene Gesetz soll den Urhebern zufolge das Ziel verfolgen, der Verrohung in den sozialen Medien entgegenzutreten. Die Betreiber der sozialen Netzwerke wie Facebook und Twitter sollen im Kampf gegen sogenannte Hasskommentare stärker in die Pflicht genommen werden. Dem Gesetz zufolge müssen die Betreiber der sozialen Netzwerke offensichtlich rechtswidrige Inhalte binnen 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde löschen oder sperren. Für nicht offensichtlich rechtswidrige Inhalte haben die Betreiber bis zu 7 Tage Zeit. Andernfalls drohen ihnen Strafen bis zu 50 Millionen Euro. Der NPD-Parteivorsitzende Frank Franz geht mit dem neuen Gesetz hart ins Gericht. Nicht nur die Opposition, sondern auch Netzaktivisten und namhafte Juristen halten das Gesetz für groben Pfusch. Den Herrschenden ist der freie Diskurs ein Dorn im Auge. Weil sich vor allem in den sozialen Netzwerken Debatten frei von Zensur entfalten konnten und Millionen Bürger sich abseits der Mainstream-Medien informieren, soll dem nun ein Riegel vorgeschoben werden. Doch mindestens genauso problematisch ist die Tatsache, dass die Betreiber der sozialen Netzwerke faktisch zu Ersatzstrafverfolgungsbehörden ernannt werden. Sie sollen anstelle von ordentlichen Gerichten innerhalb kürzester Zeit entscheiden, ob eine Äußerung, eine Grafik oder ein Video den Gesetzen zuwiderläuft. Facebook, Twitter und YouTube wurden von Maas somit zu Zensurorganen umfunktioniert. Statt geltende Gesetze anzuwenden und Beleidigungen sowie andere Straftaten ordnungsgemäß zu verfolgen, wird den sozialen Medien die Aufgabe der Sanktionierung von politisch missliebigen Nutzern übertragen. Private Unternehmen müssen also für das Versagen des Staates aufkommen. Der Branchenverband Bitkom rechnet mit jährlichen Kosten in Höhe von rund 530 Millionen Euro. Es ist doch klar, dass Unternehmen wie Twitter und Facebook im Zweifel lieber eine Nachricht zu viel als zu wenig löschen, um den willkürlichen Strafen zu entgehen. Bereits nach wenigen Tagen zeigt sich das, wovor Kritiker schon im Vorfeld gewarnt hatten. Die Betreiber der sozialen Netzwerke löschen, was das Zeug hält. Mehrere Politiker, Organisationen, Zeitungen und Journalisten wurden bereits zu Opfern der staatlich angeordneten Löschwelle. Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein Anschlag auf die Meinungsfreiheit in unserem Land. Maas und Konsorten mahnen ständig die Gewährleistung der Meinungsfreiheit in der Türkei und China an, schaffen aber zeitgleich ein Zensurmonster, das selbst George Orwells Fantasie übersteigt. Selbst die Vereinten Nationen haben Kritik an dem Gesetz geübt, weil es mit internationalen Menschenrechtserklärungen nicht vereinbar sei und die sozialen Medien dazu zwinge, über unzählige Sachverhalte zu entscheiden, die sie in so kurzer Zeit gar nicht angemessen bewerten können. Es geht ganz offensichtlich nicht um den Kampf gegen Hass und Hetze. Dafür gibt es längst entsprechende Strafgesetze. Es geht um das Mundtotmachen politischer Gegner und das Unterdrücken unbequemer Meinungen.